Spike, deine Küche hier. Der macht es wie von Koch die weiße Schäferhündin, Spike. Der geht nur rum und passt auf. Nee. Ich will auf den Arm. Nee. Oh, das mache ich mich schon mal gar nicht. Das ist doch jetzt ein ganzer Mann. Du brauchst keine Angst vor. Ja, du bist doch ein Mann. Ich habe ja nicht gedacht, dass du dich vor Fini fürchtest. Ich dachte, er vor Spike. Ja, nee, dann nicht. Die kennen sich ja, wisst ihr? Da fürchtet er sich nicht. Die kennen sich. Er muss halt abends schlafen. Auf alle Fälle. Was, Spike, legt der die Ohren an oder sind die immer so? Nee. Die legt er an, ja. Nein, das nervt. Was? Sehr viel? Ich muss ja gar nicht mehr so warm ziehen. Hat sie es auch nicht gerne Wasser? Hm? Ja, vorhin zum Wunder, dass sie ja. Ja. Also schon ziemlich gut sauber, oder? Ja. Soll ich das ja vom Abend loben? Nee. Das kenne ich von Toni. Aber wir haben jetzt schon zwei oder drei Tage.